neu eingeladen bei dem letzten Spielstand wegen der Geschichte mit den Geistern. Tja, willkommen und herzlich willkommen zurück. Warum schlafen die jetzt? Das ist jetzt nämlich die große Frage. Das lässt doch vermuten, dass ich hier alles looten kann. Mach das mal. Die schlafen ja. Kann ich einfach alles so machen? Oder es wird bemerkt. Kann ja sein. Ach, geht das nicht schneller? Oh, oh, oh! Verdammt! Was ist los? Oh, okay, die sind wahrscheinlich durch das Geraschel. Ich hätte schleichen sollen. Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, okay, machen wir weiter. Und zwar sollten wir ja mit Merwan reden. Hallo, ich bin fremd hier. Kannst du mir vielleicht helfen? Ich habe zwar nicht viel Zeit, aber na schön. Was willst du? Bist du der Kommandant dieses Wachturms? Nein, unser Kommandant ist Malik. Ich bin Merwan, seine rechte Hand. Was willst du von Malik? Ich wollte ihn nur einiges fragen. Na schön, du kannst passieren. Hä? Ich habe gesehen, dass ihr einen Gefangenen habt. Ja, einen Nomaden. Er hat hier herumgeschnüffelt. Wisst ihr, wer er ist? Das kann ich dir nicht sagen. Rede mit Malik darüber. Ach ja, bevor ich es vergesse. Komm dem Gefangenen bloß nicht zu nahe. Malik hat strengstens verboten, dass er mit den Burschen spricht. Ja, da scheint wohl ein wirklich übler Geselle zu sein. Alles klar. Nichts ist klar. Zumindest solange diese streunenden Bestien in der Nähe sind. Was meinst du? Na, das Wolfsrudel, das hier in der Nähe herumlungert. Seit Wochen streifen sie schon herum. Ich könnte mich um die Wölfe kümmern. Was? Du willst dich mit diesen Bestien anlegen? Genau das habe ich vor. Na schön. Wenn du die Wölfe erledigst, kaufe ich dir ihre Felle ab. Und zwar zu einem Preis, der deutlich höher als sonst ist. Wo genau befinden sich die Wölfe? Meistens halten sie sich gerne bei den Ruinen auf. Unten? Okay. Zeig mir deine Ware. Mal gucken, was er also Special-Sachen hat. Streitkolben, Steinbrecher, Assassinenschwert, Eichenbogen. Uiuiui. Der ist natürlich besser als meiner, ne? Natürlich. Assassinenbogen. Wie sollte ich einen Eichenbogen kaufen? 140 kann ich anlegen, das Vieh. Das ist gut. Dann schauen wir mal. Schnell wirkendes Gift. Todsicher. Lebensenergiebonus minus 500. Wozu macht man denn sowas rangeln? Was hat denn das für eine Bewandtnis? Was? Oh, sorry. Dann haben wir hier Schildkröten, Äpfel. Äpfel sind immer gut. Kaufe ich gerne ab. Wacholder, Brot, Käse, Verkräuter, Bornos, Tassos, Wasch. Für gutes Waschsupp ist immer Wasch gut. Fischsupp, na, die bringt nicht so viel. Dann hat er sogar noch Puma-Felle, sehe ich gerade hier. Ne? Panther-Felle meine ich. Feuerkraut, und ein Teleport zum Belia-Turm. Ja, nichts leichter als das. Oh, oho, er hat Karten. Das Tal von Ashtot. Das Tal von Tadmor. 250, 250. Na okay, dann auf jeden Fall mal ein paar Karten kaufen. Besser geht's nicht. Löwenfell. Schwarzes Pantherfell. Ist klar. Blechkristall. Sack mit Mehl. Oho, Sack mit Korn. Aha. Okay. Fell eines schwarzen Trolls. Mehr gibt's nicht. Gut, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Und, ich soll jetzt noch Wölfe jagen. Gucken wir mal in die... Das Logbuch, der Assassine Merwan würde die Wölfe gerne loswerden, die beim Belia-Turm herumlungern. Ach, beim Belia-Turm, okay. Sie sollen sich bei den Ruinen aufhalten. Dafür kauft er ihre Felle für einen guten Preis ab. Ich sollte also 12 Volksfelle für ihn zusammenbekommen. Ja, das ist doch schön. Yep. Wie spät haben wir es? 5.50 Uhr. Okay, die Geister der Toten haben wir noch nicht gelesen. Okay, haben wir ja gehört. Kommen nur nachts raus, erst um Mitternacht. Sollte ich das alte Schlachtfeld aufsuchen? Das Schlachtfeld wird wahrscheinlich zwischen dem Belia-Turm und Alis Wüstenräuberlager liegen. Alis Wüstenräuberlager. Gut, pass auf, was ich jetzt mache. Jetzt gehe ich ins Bette. Damit ich wieder zum nächsten Abend raus aus meinem Bett. Gut.
Haben wir doch schon gemacht. Kann ich mich hier oben mal umsehen, liebe Leute? Oder war ja noch ein Bett. Verdammt, was ist los? Okay. Na, scheiß Belia-Turm, ne? Was ist denn das hier für ein lustig Teppich? Grün. Grüner Teppich in Steintextur. Schön. Oh, wer ist er denn? Ach, Malik ist jetzt hier oben. Okay. Wurde ja geschrieben, dass er meistens oben am Turm ist. Herr Malik, darf ich dir deinen Wein klauen? Ja, alles gut. Hast du noch was zu sagen dazu? Nein, hat er nicht. Oh, hier. Mit Antenne. Ich wusste gar nicht, dass die Assassinen schon so fortschrittlich sind. Jedenfalls sieht das aus. Kann auch eine Fahnenstange sein. Oder? Was ist das? Ein Pfahl. Uah. Gut. Dann haben wir da also nichts. So, Waffe. Nein! Uah. Alter, voll auf den Rücken geflutscht. Ich dachte, ich würde jetzt nochmal runterdotzen. Oder runterspringen. Kann passieren. Gut. Oh, die haben alle wieder gepennt. Wo willst denn du jetzt rennen? Was ist los? Ist was? Ach, ist das die Wache? Ist das die Wache? Ah, er hat wohl ein Auge auf mich, das ist die Wache. Am Brunnen vor dem Turme. Ja, dann gucken wir mal, ob wir die Wüstenwölfe finden. Dann gehen wir mal hier raus. Bei den Ruinen. Das heißt also hier, diese Ruinen gemeint. Es gibt ja überall Ruinen. Ruinen, Da haben wir mal vorsichtshalber mal gespeichert und... Gucken wir mal. Das werden natürlich hier irgendwelche Wüstenwölfchen sein. Ei, wo sind sie dann? Die Zwölfe. Oder wenigstens Zwölfe. Hä? Was? Was ist los? Davon war hier nicht die Rede. Von schwarzen Wüstentroll und Troll. Glaub's ja jetzt nicht, ne? Hey, wo sind denn jetzt die Wüstendinger? Die Wüstenwölfe? Hier gibt's keine Wüstenwölfe. Dann ist das hier wohl nicht. Hä? Dann ist das wohl hier nicht irgendwie wo. Oder hier geht's ja noch weiter. Da, endlich. Ah, hier sind sie. Ah, das ist doch gut. Mächtige Zauber. Dann werde ich sie mal versuchen, einzeln zu holen. Ah, jetzt habe ich wieder keinen Ringschutz. Okay. Oh, da sind auch noch... Ah, da sind auch noch blöde Rudelverhaltenswölfe. Die mich richtig gut genatzt haben. Los, hoch! Nee. Ja, unser Allround-Mittel-Unwetter. Ja, das ging ja fix. So, mal gucken, auf welche Anzahl wir kommen. Eins. Zwei. Ja. Fünf. Na. Sechs. Sieben. Na, geht doch. Acht. Neun. Nein. Hallo. Nicht zu holen. Zehn. Nicht zu plündern. Elf. Da ist noch einer verschütt. Da fehlt noch einer.
Apropos, kann ich hier durch? Nee, kann ich. Doch, ging irgendwie. Gehen wir mal hier in die Ecke. Menno. Ein Wüstenwolf. Ein blöder, lumpiger Wüstenwolf fehlt mir noch. Der wird bestimmt weiter hinten sein, denke ich mal. Yeah. Aber gleichzeitig mal, ob es hier noch irgendwas zu looten gibt. Hier gibt es auch keine Kräuter und nix. Naja, in der Wüste soll sowas ja auch wohl nicht wachsen, ne? Wohl ein paar. Ein paar findet man. So, was haben wir denn hier Lustiges? Ach, hier ist ja was. Zum Erkunden auch nix. Ein Wüstenwolf, glaub's ja nicht. Schon gespeichert? Nee, habe ich noch nicht. Oh, soll ich gleich mal machen. Nachher kommt er wieder aus der Versenkung. Einer. Ah, speichere ich mal. Gucken wir mal. Wo ist der letzte Wüsten? Wo ist der letzte... Heilwurzel. Superklasse. Ja, so im Wüstensand eine Heilwurzel direkt auf dem Wüstensand zu finden, ist ein bisschen... kritisch, weil der Sand ja ziemlich heiß ist. Da kann eine Haipflanze nicht gedeihen. Ui. Was haben wir denn da? Ein Palmenhain. Was ist denn hier noch? Ein Palmenhain. Und was ist? Da steht einer. Ach du liebes bisschen. Wer steht denn da? Nomade in grün. Wieso denn das? Moment mal. Soll ich die nicht meiden? Ich glaube, die muss ich meiden. Wenn mich nicht alles täuscht, was ich noch im Hinterkopf habe, soll ich die Nomaden meiden. Ist das so richtig? Ja gut. Weil ich ja mit den Assassinen ja so ein bisschen im Bunde war oder bin. Auch so eine Adeptenkleidung habe. War das nicht Ernst, der mich darauf hingewiesen hat, so von wegen aufpassen müssen, machen, gucken? Aber hier können ja noch mehr Nomaden sein. Hahaha. Wüstenflieger, okay. Da hinten ist noch einer. Nee, da sind mehrere. Das sind bestimmt... Ja, da sind mehrere Nomaden. Okay, dann machen wir hier die Wüstenfliegen platt. So als Ausgleich. Wo sind sie denn? Ach, die schlafen auch. Cool. Okay. Soll ich die mal hier abschießen? Okay. Oh, jede Menge. Machen wir die hier mal platt. Schön. Die merken nicht. Ach, im Schlaf sterben, das ist das Beste, was man machen kann, ne? Da ist nicht zu holen. Okay. Ja, fällt mir gerade ein, weil die ja Giftstacheln haben. Na, super klasse. Angepiekst. Weil die ja Giftstacheln haben. Kann ich ja in Varant irgendwie irgendwas mit Gift lernen, ne? Das habe ich doch nur so richtig. Weil ich brauche ja noch für. Wie ist er denn jetzt? Konstantino oder Ignaz? Ja, so ein Special-Trank. Am Leuchtturm. Von Corines. So, auf der Suche nach dem letzten Wüstenwolf. Finden wir den noch? Oder ich habe mich verzählt, kann auch sein. Naja, also da in dem Palmenhain, da sind die Nomaden, die soll ich mal wohl meiden. So, was ist denn das hier für ein ulkig Gebäude? Oder war ich da schon?
Ja. Hier habe ich alles durchgecheckt. Dann gucken wir mal, ob der Herr Malik da. Ne? Weil ich habe ja. Jetzt muss ich mich nochmal ordnen. Und zwar gibt es nämlich noch eine neue. Wie heißt sie? Was nehmen wir denn hier? Das ist der Teleport zum Belia-Turm. 4, 5, 6. Nehmen wir die 7. Was opfere ich dafür? Ach, Heilung, okay. So, 7. Oh. Können wir auch gleich mal ausprobieren, die 7. Sind hier gleich richtig voll fett drin. Und dann gucken wir mal, wann nicht eventuell. Okay, die sitzen am Tisch. Schade, ich dachte, ich könnte noch ein bisschen hier rumklauen. So, der Liter ist das wie eine... Was ist los? Liter-Assassine da hinten. Oder Malik ist wieder oben. Merwan war das. Ach ja, okay, dann habe ich mich wohl verzählt. Die Wölfe werden nicht mehr um euren Turm herumlungern. Du hast sie also tatsächlich erledigt. Sehr gut. Ja. Hier hast du ihre Felle. Ich hoffe, du wirst mir dafür einen guten Preis zahlen. Ja, das werde ich. Die Felle sind ausgezeichnet. Hier hast du dein Gold. Gibt's noch was? Achso, wie ist die Lage? Okay, zeig mir deine Ware. Ich bin auf dem Weg nach Ashdod. Kannst du mir sagen, wie ich dahin komme? So, nach Ashdod. Kommst du etwa vom Pass? Wie? Ja, ja. Also, wie komme ich nach Ashdod? Nun, ich selbst war bisher noch nie in Ashdod gewesen. Ich kann dir da nur sagen, dass du in Abinstal gehen musst. Ashdod liegt dort irgendwo in einem versteckten Tal. Aber den Weg dorthin kann ich am besten Malik sagen. Aha. So, von ihm habe ich ja die Karten abgekauft, wobei es natürlich jetzt auch ein bisschen nützlich ist, mal die Karten ausfindig zu machen, welche das sind. Wir haben einmal zum einen die Karte von Varan. Gucken wir mal drauf. Uiuiui. Okay. Kennen wir doch. Trellis, Nemova. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Okay, das ist die Karte von Varan. Jetzt gucken wir uns die Karte mal von Ashdod an. Also das Tal von Ashdod. Okay, das ist das. Dann gucken wir uns nochmal das Tal von Tadmor an. Oh ja. Ah ja, da ist der Belia-Turm. Tal von Ashdod. Ach, das ist auch nicht direkt. Ach so, das liegt mittendrin. Mitten im Gestein. Schön. Patara ist da rechts unten. Wüste, Ruinenburg. Ha, Nummer. Oha. Okay, jetzt sollte ich die mal wohl hier im Hinterkopf behalten. Und mal Malik fragen. Verdammt! Wenn er wieder oben ist. Was ist los? Hoffentlich ist er da noch. Ja. Yep. Ah, Romantiker. Oh. Hey. Wie ist die Lage? Was willst du? Ich hab, wenn du was wissen willst, dann rede. Ja, okay. Alles klar. Dummkopf. So. Mein Gott, dieser Teppich ist aber rutschig. Ja, da schlafen sie alle. Ja, nee, die anderen sind hier noch. Ah, ich würde so gerne da was klauen. Was ist los? Ja, nix ist los. Muss irgendwie jetzt irgendwelche Geister vertreiben. Aber als erstes will ich mal, räuchern. Na, wenn ich mir das hier so ansehe, brauche ich jetzt gar nicht auf die Geister zuzugehen, weil ich sollte erstmal in die Städte gehen. Aber mal sehen, vielleicht werde ich an den Städten fündig, was mächtige Zauber angehen. Vielleicht gibt es ja noch mächtigere Zauber, Geisterzauber, die ich noch gar nicht gesehen habe in diesem Spiel. Dann gucken wir mal nochmal auf der Karte, welche Städte hier bei uns in der Nähe sind. Altes, was? Alis Lager, Ali. Aha. Also wieder runtergehen. Ach, da unten ist das Schlachtfeld.
Denn Alis Lager ist da unten drunter, Ruinen von Tadmor. Ja, das bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als da erstmal in Alis Lager zu gehen. Aber hier stehen ja noch zwei Trollex. Oh, ha. Cool. Da stehen mal so lustige Trolle. Wie viele denn noch? Da stehen jetzt drei Trollex. Oha. Kann ich die, ich guck mal eben, bessere Schutzrüstung anziehen und dann, glaube ich, werde sie einzeln machen. Wieso ist denn jetzt unsichtbar geworden? Okay, ich bin wahrscheinlich noch nicht nah genug dran wegen der Reichweite. Ich werde mich mal umziehen. Dann versuche ich mal mein Glück erstmal bei dem normalen Troll hier. Okay, da sind's. Oh. So, will dich haben. Oder sind die alle in der Gruppe verschaltet? Hä? Okay, sind sie nicht. Macht hier erstmal die Breide. Das ist klar. Okay, mal hier los. Locken da an. Schön, läuft. Vielleicht bleibt er hier irgendwie hängen. Haben wir schon mal gehabt. Hier, komm rüber, okay. Gucken, wie clever ist er. Oh, er ist gar nicht mal so unclever. So, jetzt versuche ich nochmal. Ah, ne, wird nicht angezeigt. Shit. Okay, dann machen wir Popo-Hauen hier. Das wird nix. Das ist Mist. Okay, dann machen wir es mal mit Unwetter. Okay. Okay, die drei Trolls da. Oh. Schön nah rangehen. Und ein bisschen Unwetter machen. Vielleicht bringt das ja was. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen durch. Und nicht zu nah. Was ist denn hier los? Wieso sind das... Nein! So viele Trolls! Warum sind das so... Das ist ein ganzes Trollfeld! Ach du Läuschen, liebes Läuschen! Und hinter mir hier. Nee, ne? Herrgott, zack! Wollen alle hinter mir her? Wieso kommst du nicht hinter mir her? Bist du schon verletzt? Apropos verletzt. Vielleicht sollte ich mal gucken, ob ich überhaupt Schaden bewirkt habe. Sieht nicht so aus. Oh nee. Wo kann ich denn jetzt hoch? Okay. Wenn noch mehr Unwetter wirken. Das sind ja alles diese. Diese schwarzen Trolle, das ist doch dull. So, kann ich hier hoch? Schauen wir mal. Ja, kann ich. Okay, dann werde ich mich nochmal aufladen. Unwetter wirken? Nein, jetzt habe ich das wieder... Hab mich wieder verdrückt. Unwetter wirken? So. Bin gespannt. Das überhaupt was bringt. Okay, ich muss warten, bis das Unwetter vorbei ist. Also, zweimal Unwetter wirken. Oha, da kann ich ja Unwetter wirken ohne Ende. Das bringt nichts. Nee. Das war jetzt vergebene Liebesmüh. Ich bin doch nicht Superman. Manometer. Also muss ich die Trolle wohl hier mal echt außen vor lassen. Oder wie habt ihr die denn gekillt? Also diese Masse an Trolle, Trolls. Tja, jetzt gucken wir mal weiter, ob wir zu Alis Lager kommen. Ne? Wir haben ja noch ein paar Minuten. So, von hier oben runtergekommen, geht es hier noch weiter geradeaus. Wobei ich nicht weiß, war ich da schon?
Guck ich mal auf der Karte. Hier komme ich wieder in die Wüste runter. Oh, das ist ja direkt das Schlachtfeld. Okay, dann werde ich mal hier entlang gehen. Und schauen, was wir da haben. Ob wir da was haben. Wir haben hier was. Frühlinge. Oder war... ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. War ich hier oder war ich hier noch nicht? Oder ist das jetzt hier Flavorhöhle? Oder geht es hier überhaupt gar nicht mehr weiter? Gucken wir mal nochmal auf der Karte. Wohl eher nicht. Ich will aber zu Alis Lager, das ist genau in die andere Richtung. Das ist nämlich genau in die andere Gegend. Überspringe ich mal. Zur kleinen Orientierung. Hier sind die Ruinen von Tadmor, Pyramide und hier dürfte es zu Alis Lager gehen. Gucken wir nochmal. Jedenfalls, ja genau, wir sind eigentlich irgendwie kurz davor. Dann rennen wir mal weiter hier. Und schauen auch weiter. Ei, wen haben wir denn da? Ein Sandgolem. Der hat mich ja schon ganz schnell geholt. Mist. Ich habe mich nicht umgezogen. Oh, der läuft noch. Der kommt noch. Der kommt noch, der Sandgolem. Heiland-Sakrament. Okay, dann werde ich mich hier ganz schnell umziehen. Wo haben wir es denn? Ah. Hey, der hat aber schon was abgekriegt hier. Meine Herren. Guten Crit gelandet habe ich wohl, wa? Okay. Herz eines Sandgolems. Okay, das war als Zwischenintermezzo. Wir machen gleich weiter. So, hier war die Stelle, wo der Sandgolem stand. Jetzt bin ich echt am Überlegen. Alis Lager. Ist das jetzt ein Nomadenlager oder habe ich hier irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt völlig down and out. I got trouble in or on my mind. Dann gehen wir erstmal hier hin. Oder? Nee. Ist doch doof. In die falsche Richtung. Ach ja, oh, die Zeit. Die Zeit. Also, hier geht's auch nochmal geradeaus. Erstmal hoch, immer hoch. Immer hoch. Immer hoch. So, da ist was. Da ist was, da ist was, da ist was. Und nichts von. Nicht na. Wüstenräuber. Das sind Wüstenräuber. Also wie Banditen oder sowas. Ja, dann werde ich mal an dieser Stelle mal schließen, liebe Leute. Danke fürs Zusehen. Gebt einen Kommentar und einen Daumen und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt, macht die Wüstenräuber platt. Ciao.